Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu, ja, wozu ich könnte sagen, zu meiner Ansprache zum Advent oder zur Vorweihnachtszeit, aber wer weiß, wann Sie dieses Video sehen. Jedenfalls möchte ich wie der Engel in der Weihnachtsgeschichte sprechen. Fürchte dich nicht. 70% der Menschen fürchten sich vor dem Klimawandel, dann noch die Schweinegrippe. Und 2012, woraus ja jetzt sogar schon Hollywood eine Weltuntergangs-Seifenoper gemacht hat, ich fürchte, dass sich sehr viele Menschen heute fürchten und das ist so gewollt. Aber viele Ängste lösen sich in Luft auf, wenn man sie genauer betrachtet. Gewollt ist sogar eine Reduzierung der Bevölkerung der Erde um 2/3. Von wem gewollt? Nun, es gibt Menschen, die sich als Elite der Menschheit ansehen, deren Gier nach Macht und Profit unersättlich ist. Suchen Sie mal im Internet nach Aaron Russo und Nick Rockefeller. Sie werden erschreckende Ansichten hören von Menschen, die uns wie Vieh ansehen, die Terroranschläge wie die vom 11. September 2001 inszenieren, um die Menschen in Angst zu versetzen und dann Gesetze zur Einschränkung der Freiheit durchzusetzen. Sie halten nicht sehr viel von uns und sie haben nur vor einem Angst, nämlich, dass wir keine Angst mehr haben. Und was passiert? Tatsächlich fliegen ihnen viele ihrer Angstmärchen um die Ohren. Kürzlich haben Hacker tausende von E-Mails von Klimaforschern veröffentlicht, die aufzeigen, dass der Klimawandel eine reine Erfindung ist. Eine gigantische Werbekampagne, bei der Daten zurechtgebogen werden mit dem Ziel, den Menschen für die Klimaerwärmung verantwortlich zu machen. So werden jetzt Milliarden mit dem Kampf gegen CO2 gemacht, obwohl Sie und ich gerade CO2 ausatmen und Pflanzen CO2 umwandeln und CO2 nur einen winzigen Anteil der Luft darstellt und es nicht den geringsten Beweis dafür gibt, dass CO2 das Klima verändert. Tatsächlich müssen sogar Klimaexperten zugeben, dass in den letzten 10 Jahren überhaupt kein Temperaturanstieg stattgefunden hat. Dennoch wird weiter getrommelt, da es so gewollt ist, dass Sie und ich Angst haben. Angst vor einer besorgniserregenden Entwicklung, für die angeblich Politiker Lösungen suchen und letztlich wir alle mit unseren Steuern für unsinnige Entscheidungen bezahlen müssen. Wie gesagt, die Angst vor dem Klimawandel können Sie komplett vergessen. Natürlich sollten wir uns alle für den Schutz der Umwelt einsetzen. Und Sie fangen am besten bei sich im Garten an, keine Gifte mehr zu spritzen, sich gesünder zu ernähren und so weiter und so weiter. Ja, und die Schweinegrippe läuft auch nicht so richtig, oder? Eigentlich sollten wir alle mega dolle Angst vor der Schweinegrippe haben und uns schön impfen lassen. Obwohl der Nachweis, dass Impfungen überhaupt Krankheiten verhindern können, gar nicht erbracht ist und schon bei den Impfversuchen von Jenninger und Robert Koch massenhaft die Geimpften starben, ist aber dennoch als Erfolg der Medizin umgefälscht wurde. Über die Details können Sie heute im Internet auch alles Mögliche finden. Das kann ich hier nicht schaffen. Es geht mir nur um die Angst. Sich aus Angst impfen zu lassen. Zum Glück ist die Angst nicht so groß. Die Zahl derjenigen, die sich freiwillig impfen lassen, hält sich in Grenzen. Und selbst Ärzte melden Zweifel an der Sicherheit der Impfstoffe an. Die Impfstoffhersteller haben sich ja einen rechtlichen Freibrief ausstellen lassen. Das heißt, sie können nicht für Impfschäden verantwortlich gemacht werden. Ärzte schon, und das wissen sie. Eine Zwickmühle, denn wer als Arzt hier nicht mitzieht, muss auch mit Restriktionen rechnen. Es gibt Pläne, alle Menschen mit einem Mikrochip zu versehen. Das kommt im Gespräch mit Nick Rockefeller deutlich zum Ausdruck. Um so etwas durchzusetzen, muss immer ein plausibler Grund da sein. Einigermaßen plausibel. Das könnte im Rahmen des Kampfes gegen den Terror geschehen, aber ehrlich, trotz regelmäßiger Berieselung mit Terrormeldungen haben doch nur noch die wenigsten so viel Angst, dass sie bereit sind, die gesamte Gesellschaft auf Terrorabwehr umzukrempeln, oder? Ja, das ist das Gute. Sie haben zu wenig Angst. Verchippung im Rahmen einer Massenimpfung wäre ebenso möglich, aber nun sind doch die meisten Menschen ziemlich skeptisch, dass die Schweinegrippe wirklich so gefährlich ist, dass man dafür so schwere Geschütze auffahren muss. Okay, vielleicht wird es noch Berichte von anderen Ländern geben, wo ganz viele Menschen an der Schweinegrippe sterben und es daher doch besser ist, wenn sich alle impfen lassen. Ja, das ist gewünscht. Aber mein Eindruck ist, der Zug ist abgefahren. Wir sind durch die Vorgänger SARS und Vogelgrippe schon weitgehend immun gegen immer neue Epidemieängste, oder? Nun, vielleicht nicht alle und täglich wird getrommelt für die Angst. Immer, wenn Sie den Fernseher einschalten, werden Sie von schlimmen Dingen hören. Terroranschlägen, neuen Krankheiten, Amokläufer, Klimawandel, Wirtschaftskrise, Krebs, AIDS und so weiter und so weiter. Sie werden jeden Tag mit Boten der Angst konfrontiert. Deswegen hören Sie auf den Weihnachtsengel. Fürchte dich nicht. Viele Dinge funktionieren nur durch die Angst im Sinne der profit- und machtgierigen Menschen.
Sie haben kein Mitgefühl, da sie sich das seit Generationen aberziehen und nur im Geiste der Skrupellosigkeit, des Materialismus und scheinbarer Notwendigkeiten erzogen werden. Aber Sie, auch wenn Sie eine schlimme Kindheit hatten und Liebe Mangelware ist, Sie haben zumindest eine Ahnung, was Liebe im Idealfall sein könnte, oder? Und damit haben Sie mehr als die da oben, die meinen, dass die Menschheit um 2/3 reduziert werden müsste. Ja, vielleicht haben Sie Angst vor 2012, weil einige von einem Weltuntergang reden. Oder Sie haben Angst vor Gott, wenn Sie an einen glauben, da auch dort ja alles Mögliche, alle möglichen Vorstellungen von einem strafenden Gott kursieren. Aber Sie haben in sich etwas, was unschätzbar ist, die Liebe, die alles überwindet. Wir müssen uns nicht mehr in Kriege hineinziehen lassen, egal welches Land angeblich Massenvernichtungswaffen hat, denn das haben die meisten Länder. Krieg gegen den Terror lässt sich sowieso nie gewinnen, aber der größte Feind in jedem Krieg ist die Angst. Und auch außerhalb des Krieges. Angst kann uns krank machen. Eine Krebsdiagnose muss nicht das Ende bedeuten, aber wenn wir uns aus Angst hochgiftige Chemotherapie verschreiben lassen, dann ist das nicht besonders heilsam. Krankheiten haben immer eine Bedeutung für unser Leben. Wir haben so sehr die Verantwortung für unser Leben an sogenannte Experten abgegeben, unsere Gesundheit an Ärzte, unsere Ernährung an Nahrungsmittelhersteller, unser Sicherheitsgefühl an Polizei und Militär, dass mächtige Interessengruppen davon profitieren, wenn es uns schlecht geht. Wir haben uns selber so sehr vom Geld abhängig gemacht, dass viele von uns in ständiger Sorge leben, ob das Geld noch reicht. Wir machen uns gegenseitig so viel Stress, dass wir kaum noch in Freude leben können. Lassen wir uns freiwillig versklaven, weil wir glauben, dass man ohne Geld nicht leben kann? Nun, Milliarden Jahre lang ging das auch ohne Geld. An den großen Dingen auf der Welt können wir als Einzelne wenig machen. Daher ist es unsinnig, sich jeden Abend um 20 Uhr damit zu belasten. Wir lenken uns ständig nur von unserer eigenen Realität ab. Die meisten Probleme auf dieser Welt werden von denen, die sich als Elite ansehen, selber an die Welt gesetzt, um sie und mich wie dumme Schafe in eine verhängnisvolle Richtung zu lenken. Und die da oben wissen ganz genau, dass sie keine Chance haben, wenn sich Milliarden Menschen nicht mehr an Angst versetzen lassen. Passiert das gerade? Ich habe den Eindruck, die Hoffnung. Und 2012? Nun, wer weiß, was geschieht. Katastrophen mögen geschehen, unheilvolle Entwicklungen überall, sogar erschreckende. Wenn wir in die Angst gehen, erschaffen wir eine schlimme Zukunft. Fürchte dich nicht, das ist leicht gesagt. Jeder muss selber mit seinen Sorgen und Ängsten umgehen. Klimawandel und Schweinegrippe sind Symptome für die Krankheit der Welt. Sie sind inszeniert und funktionieren hauptsächlich über den Faktor Angst. Haben Sie Vertrauen, dass es eine höhere Macht gibt, eine, die kein unnötiges Leid will? Und Sie und ich sind ein Teil dieser Macht. Sie haben die Liebe in sich. Vielleicht verborgen unter vielen Schmerzen und Tränen, aber sie ist da. Ich hoffe, ich konnte Sie wenigstens kurz anregen, zu erkennen, dass die Liebe die Angst besiegt. Nicht nur in der Weihnachtsgeschichte. Fürchtet euch nicht, denn wir leben in der Zeit, in der wir entscheiden, ob wir zu Opfern der Angst werden oder zu eigenverantwortlichen Schöpfern unserer Realität. Bleiben Sie Mensch.